Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Nexomon. Wir haben letztes Mal diese Trainerin hier besiegt. Oh mein Gott. Oh, ist der süß, den will ich haben. Oh, dich will ich im Team und die anderen, die schmeiß ich dafür raus, ganz ehrlich. Betäubt. Oh nee, ich bin betäubt, das ist nicht so gut. Aua, aua, aua. Okay, der ist jetzt weg. Super. Dann hoffe ich, dass du nicht allzu viel Schaden machst. Acht macht der. Okay, ich mach Kratzer. Zwei. Okay, dann kann ich nochmal. Dann kann ich nochmal hier einen Kratzer raushauen. Sehr schön. Und dann ein Dings schmeißen. Oh, das sieht ja süß aus. Bitte, 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 bitte. Ja, wir haben Griff, wurde gefangen. Ein Griff besitzt das Doppelte an Neugierde und Tapferkeit wie andere Raubkatzen. Dieses nächste Mal hat den Mut eines wahren Königs. Team ins Team. Davon kommt dann... Du kommst weg. Ja. Cool. Sehr schön. Was bist du für einer? Es gibt nichts zu berichten. Noch. Noch, okay. Sollen wir hier auch noch eben gucken? Was haben wir hier? Ah, das gleiche. Okay. Dann fliehen wir erstmal. Weil die Pokémon sind hier schon stark, finde ich. Die nächsten Mods sind schon relativ stark. Die unbezwingbare Stadt Perum liegt vor dir. Hunderte Tamer wie wir halten den Laden am Laufen. Oh, ein Neuling, hm? Du solltest dich nach drinnen beeilen, Kindchen. Die Taranten lauern immer überall. Oh, ein Okay. Okay, dann gehen wir hier in die Stadt rein. Ich bin gespannt. Oh, die Mauern sind echt dick. Wir sind jetzt im Basing C, Leute. Das ist also Perum. Es ist so viel größer, als ich erwartet habe. Wow, so viele Tamer hier. Geht der Punk ab? Der Punk ab, okay. Als ob wir noch nie hier waren. So weit war es jetzt auch nicht weg, ja? Ob wir noch nie hier waren. Okay. Die Hauptstadt Perum. Tolles Symbol für die Stadt auf jeden Fall. Willkommen in Perum, der letzte Bastion der Menschheit. Inmitten des Chaos, der Gewalt und des Verfalls, die sich auf der ganzen Welt ausbreiten, steht Perum allen Widrigkeiten zum Trotz aufrecht und stolz da. Sobald ihr Mitglieder der Gilde seid, werdet ihr euren Beitrag zu diesem Frieden leisten. Schaut euch gut um. Das ist es, wofür ihr künftig kämpfen werdet. Okay. Das hier ist ein Heilzentrum. Thelma wie ihr können hier kostenlos ihre Team heilen. Es stellt außerdem kostenfreie Speicherboxen zur Verfügung, wo ihr Nexomon lagern könnt. Oh, was ist das denn? Hier drüben haben wir einen Shop. Du kannst viele Items kaufen, die dir auf deiner Reise helfen werden. Angebot und Preis variieren von Ort zu Ort und Zeit zu Zeit. Also schau am besten öfter vorbei. Sie verkaufen außerdem Nexo-Traps, mit denen du wilde Nexomon fangen kannst. Es gibt viele verschiedene Arten von Nexo-Traps, aber das findest du am besten selbst heraus. Im Osten könnt ihr den Luftschiffhanger finden. Viele Thelmer brechen von dort zu den Dracheninseln auf, dem sagenumwobenen Geburtsort der Drachen. Die Aussicht ist fantastisch, ihr solltet dort irgendwann mal vorbeischauen. Oh, die Einwohner von Perum sind ganz besonders nett zu den Mitgliedern der Gilde. Wenn du etwas Zeit übrig hast, schau dort mal vorbei. Einwohner haben häufig Aufgaben für Thelmer wie dich. Okay. Westlich von hier liegt die Forschungsstation. Unsere Wissenschaftler haben ein Leben lang versucht, das volle Potenzial unserer Nexomon zu erschließen, damit wir überleben können. Ihr mögt noch Anfänger sein, aber früher oder später werdet ihr auch davon profitieren. Was ist denn der blaue Typ da? Oh, und schlussendlich im Norden, im Herzen der Stadt, die Gilde. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht erstmal zur Gilde. Können unsere eigenen Drachen fangen. So langsam kann ich das Wort Drachen nicht mehr hören.
Wusstest du, dass wir in der Forschungsstation Kerne synthetisieren können, um unsere Nexiomoren zu verstärken? Das nenne ich hilfreich. Du bist so ein Streber. Eins nach dem anderen bitte. Kommt mit mir zur Gilde. Dort werdet ihr eure Bronzeabzeichen bekommen und euch wird gleich der erste Auftrag zugeteilt. Okay, wir gehen erstmal zur Gilde. Nichts hält uns davon ab, die Stadt zu erkunden. Allerdings glaube ich nicht, dass wir ohne Abzeichen der Gilde weit kommen. Wir sollten so bald wie möglich nach Norden aufbrechen. Ja, sehe ich nämlich auch so. Zuerst mal, hier haben wir ein Portal, okay. Achso, nur Tälmann, oh, ist das erlaubt? Das ist natürlich nett. Ich würde mich aber gerne mal eben heilen. Hallo. Was bist du denn, ey? Hallo, junger Tamer, bist du das erste Mal hier? Mit leistungsstarken Himalaya-Salzlampen kann unsere kostenlose Heilservice deinen Nexoman in kürzester Zeit wieder aufpäppeln. Warum versuchst du nicht dein Oranges Haustier zu heilen? Oh, richtig, siehst du den Computer dort? Das ist die Speicherkonsole. Verwenden sie, um deine Nexoman einzulagern und mitzunehmen. Einen schönen Tag noch, pass auf dich auf, Moritz. Ich würde mich gern heilen. Hallo, brauchen deine Maximon eine Heilung? Sehr gut, lass mich dein Team heilen. Und fertig, alle sind wieder fit. Danke, tschüss. Puh. Okay, dann gehen wir mal in die Gilde. Ich bin gespannt. Okay. Liegt die Insel oder nicht? Nee, da. Es ist Berg, oder? Die Gilde der Tamer. Okay. Bist du neu hier? Du musst im Brachland auf dich aufpassen. Bitte nimm diese Münzen und kauf dir ein paar Vorräte. Oh, das ist aber nett. Danke. Hey Neuling, geh zur eisigen Tundra, wenn du stärker geworden bist. Die Lage dort ist schrecklich. Oh, du bist ein neuer Rekrut, richtig? Ich habe da einen Tipp für dich. Fürchte dich nicht davor, andere Regionen zu erkunden, um nächstes Mal eines jeden Element zu finden. So wirst du für alles bereit sein. Hunderte der immer gehen in dieses Gebäude ein und aus. Es gibt eine Menge Arbeit. Die Menschen werden eines Tages diese Welt von den Tyranten zurückgewinnen. Ich weiß es einfach. Okay. Oh, hier haben wir was. Ein Elixier. Okay, ich kann hier nicht runterlaufen. Sehr interessant. Grüß dich, junger Tamer. Das ist die Gilde der Tamer, das stolze Schild der Menschheit. Du bist vielleicht nur ein Neuling, aber jedes Mitglied ist für unser Überleben wichtig. Boah. Oh, hier ist ja was los. Oh mein Gott. Es ist ziemlich voll hier drin. Sehr gut. Wir halten ansonsten keine Chance, gegen die Tyranten zu gewinnen. Ich weiß immer noch nicht, was ein Tyrant ist. Lasst uns unser Abzeichen holen. Und ich schleife mich mit. Gut. Da muss ich nicht mit den Leuten hier reden. Oh, ihr seid es. Die Kinder, von denen Amelie mir erzählt hat. Willkommen in der Gilde. Ich bin für die Administration zuständig. Oh, mal sehen. Alle, die ein Nexomon als Begleiter haben, sind berechtigt, ein Bronze-Thema zu werden. Unsere Anforderungen sind sehr gering, nehme ich an. Bist du immer so? Nimm dieses Abzeichen und trage es mit Stolz. Wow. Ich dachte gerade so. Wow. Lauf einfach weg. Moritz? Was machst du da? Die Leute schauen schon. Ach, komm zurück, bitte. Komm her. Okay. Mach das nie wieder, Moritz. Wie auch immer, als Tamer der Gilde werde ich euch allen eine passende Aufgabe zuweisen. Wir arbeiten nicht zusammen? Manche Aufträge erfordern Teamwork, aber Bronze-Tamer bekommen leichtere Aufgaben. Je nachdem, wie ihr euch anstellt, könnt ihr irgendwann bessere Abzeichen wie Silber und Gold bekommen.
Kommt zu mir, wenn ihr euren ersten Auftrag annehmen wollt. Tutorial. Charaktere mit einem Stern über ihren Kopf haben dir etwas Wichtiges zu sagen. Oft ist es eine Aufgabe, also stell sicher, dass du mit den Leuten sprichst. Okay, mache ich dann. Hallo Moritz, bereit für deinen ersten Auftrag als Bronze-Tamer? Amelie zeigt dir gerne die Grundlagen. Ja. Alles klar, begib dich bitte in den Meetingraum, dein Klient wartet schon. Ich wollte Client sagen, aber es heißt ja hier Klient. Oh Gott, ein Bauarbeiter. Eine Bauarbeiterin. Hey, wer sind diese Loser? Diese Loser? Ich meinte, das sind die Tamer Moritz und Coco und sie werden deinen Auftrag annehmen, ja. Meinst du das ernst? Ich habe doch gerade gesehen, wie sie ihr Abzeichen vor 5 Minuten bekommen haben. True. Da hat sie nicht unrecht. Der ganze See war zugefroren. Da sind ein Haufen wütender Nexomon. Gib mir keinen, den ihr gerade erst eingestellt habt. Das ist eine niedrige Tätigkeit. Du musst Moritz vertrauen, bitte. Okay, ich nehme diese Anfänger. Aber sagen sie nicht, ich hätte sie nicht gewarnt, wenn beide unterm Eis stecken bleiben. Hey, Anfänger, triff mich außerhalb der Stadt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Alles klar. Triff Video außerhalb der Stadt. 500 Münzen. Da bin ich aber dabei. Das war ein Nexomietgräber. Der See, an dem sie normalerweise arbeitet, ist plötzlich gefroren. Und feindliche Nexomon tauchen auf. Warum auch immer. Ihr müsst sie einfach nur eskortieren, sodass sie ihren Job machen kann. Moritz, das ist alles. Klingt einfach. Vielleicht finden wir sogar ein paar coole Nexomon beim See. So sieht Motivation aus. Nicht schlecht als erster Auftrag, oder? Ich kann euch sofort zum Ausgang bringen. Oder ihr erkundet noch ein bisschen die Stadt, wie ihr wollt. Ich würde sagen, wir erkunden erstmal noch die Stadt. Denn... ja. Mit den Leuten, die aber alle reden, möchte ich jetzt nicht so gern. Aber die Sterne, die will ich noch abhandeln. Entschuldigung, Thelma, hast du kurz Zeit? Hier geht der Thelma auf der ganzen Welt stationiert. Aber die Tyranten verbrauchen unsere Vorräte schneller, als wir sie wieder auffüllen können. Kann ich dich nach deiner Hilfe fragen, um ein paar Items zu unseren Gefährten liefern zu können? Klar. Fantastisch. Das nimm bitte diese Box. Dann nimm bitte diese Box. Alter, ich kann nicht mehr lesen. Diese Vorräte müssen zu einem kleinen Außenposten im Brachland östlich dieser Stadt geliefert werden. Du kannst es wirklich nicht verpassen. Okay, 200 ist auch super. Das möchte ich natürlich auch gerne. Ich habe jetzt ehrlich keine Lust, hier mit allen zu reden. Das tut mir auch sehr leid im Herzen. Aber vielleicht ein anderer Mal. Ein anderes Mal können wir gerne mit den allen reden. Ja. Hey, bevor wir uns auf den Weg machen, vielleicht sollten wir dem Heilzentrum und den Laden einen Besuch abstatten. Du könntest ein paar Nexo-Tokens kaufen und am See Nexomon fangen. Ja, das machen wir auch. Auch wenn ein Gegenstand nutzlos erscheint, ist es immer eine gute Idee, ein paar davon bei sich zu tragen. Du weißt nie, wann oder für wen sie mal nützlich werden. Verstehe. Wir können sie also zu einem exorbitanten Preis verkaufen. Nein, das ist nicht das, was ich meinte. Wir könnten ein Vermögen damit machen, Moritz. Okay, cool. Wusstest du schon, der Laden bietet dir je nach Rang unterschiedliche Waren oder Preise an. Bronze-Tamer können die grundlegenden Dinge kaufen, aber höhere Ränge können coolere Sachen kaufen. Es ist nicht sehr fair, aber die Gilde muss unsere Vorräte rationieren. Ah, okay, interessant. Und Hund. Willkommen! Es ist schön, neue Gesichter in meinem Laden zu sehen. Also, wen haben wir denn hier? Einen frischen Tamer und einen... oh, einer von denen. Ich warte draußen, Moritz. Willkommen in meinem Laden. Wir haben alle möglichen Arten von Items, Tränke, Medizin, Nexotraps und mehr. Leider können wir manche Items nur für Tamer anbieten, die einen höheren Rang haben. Aber keine Sorge, du kannst immer was Nützliches finden. Schau dir unsere Waren an, sei nicht schüchtern. Okay. Ja, ich hab's nicht mehr. Blablabla. Ja. Oh, die Katze ist wieder. Das freut mich.
Aha, Moritz, mein Freund. Da du nur einen niedrigen Rang hast, gibt's nicht viel, was ich dir anbieten kann, aber diese Items sind trotzdem nützlich, versprochen. Okay, für wie viel? Hund? Nee. Elemente-Exotypes können sehr, sehr teuer in der Anschaffung sein, daher bevorzugen es einige Tamer, sich stattdessen selbst herzustellen. Ich habe gehört, dass es auf der Dracheninsel und im Palmmeier erfahrene Handwerker gibt, die dir dabei helfen können, aber du musst deine eigenen Elementscherben mitbringen. Da draußen gibt es nicht viele Geschäfte, zum großen Teil wirst du mit reisenden Händlern Geschäfte machen. Sie können Waren anbieten, die du hier in der Stadt nicht bekommst, aber die Preise könnten auch höher sein. Nee, bis jetzt habe ich nur einen niedrigeren Preis gefunden. Die Vorräte sind in dieser harten Zeit niedrig, sodass die besten Gegenstände für höhere Tamer reserviert sind. Also, niedrig sehe ich hier gerade noch nichts, weil das war irgendwie sehr teuer. Sehr teuer. Oh, ich sehe ein neues Gesicht. Moritz, hm? Nun, Moritz, mein Name ist Clave und ich werde dir alle Elementscherben aus den Händen abkaufen. Es ist eine gute Art, um dir ein paar Münzen dazu zu verdienen. Hm? Nimm dir einen Spitzhacke und ran an die Arbeit. Bekommen wir nicht Münzen, wenn wir andere Tamer oder wilde Nexomon bekämpfen? Das klingt irgendwie merkwürdig, aber ja, so bekommst du immerhin ein paar Münzen. Dennoch, sprich mit mir und ich werde dir alle übrigen Scherben abkaufen. Okay, ich will mal gucken, wie viel der mir dafür gibt. So, wie viel gibt's mir denn? 25 je? Achso, im Besitz eine. Nee, da nicht. 25 ist mir ein bisschen zu wenig. Für 100 hätte ich es mir überlegt. Für 2000 hätte ich es gemacht. So, hier haben wir nämlich einen Shop. Ah, doch nicht. Doch! Nee, das ist mir zu teuer. Sorry. Mir echt zu teuer. Gehen wir mal hier rein. Dieses Drachenunternehmen. Alle Systeme auf grün. Wir müssen uns auf die Entwicklung vorbereiten. Die Schaden werden nicht warten. Sehr interessant hier. Okay, die arbeiten da schön. Da geht's nicht weiter. Den interessiert das wohl nicht so. Oder vielleicht doch. Sieh nur, das ist der Nexor, die Serie BOO4. Die Nexomon sind veraltet. Wir werden die Tyranten allein mit der Kraft der Wissenschaft vernichten. Alles klar, tschüss. Tschüss, ihr Kleinen. Viel Spaß. Ja. Wenn das da explodiert, ne, ich bin nicht da. So, was haben wir hier? Hier kommen wir wohl nach oben. Ne, wow. Okay. Ja, jetzt sind hier noch ein paar Was ist du hier? Windpfeife. 500... Boah, Alter, hier ist alles so teuer gefühlt. Ein XP-Booster? Ne, den brauche ich auch nicht. Was haben wir hier denn? Aha, ein Haus. Da ist was drin. Ein Äther. Ich weiß nicht, ob ich hier mit jedem reden soll. Also ich kann ruhig die anquatschen, ja, aber ich werde jetzt nicht alles vorlesen, ja. Rabattgutschein. Der ist, glaube ich, wichtig. Die geht es so cool, die Großmutter sind blablabla. Okay, schön. Danke, dass du uns so viel erzählt hast. 7, 8, 9, ja, wenn ihr nicht hier, blablabla. Okay. Oh, was ist mit dir hier, du alter Mann? Okay. Sehr schön, das Haus hat sich gelohnt. Wir gehen mal hier rein. Zu der alten Oma ins Haus. Oh Gott. Und wer bist du? Ein Gildentamer? Ja klar, ich habe noch nie von dir gehört. Verschwinde aus meinem Haus. Ja, wollte ich schon sagen. Aua. Jetzt passiert. Oh Moritz, warum betrittst du die Häuser von Menschen? Das ist gruselig. Ja, das dachte ich mir gerade tatsächlich auch. In anderen Spielen habe ich mir die Frage nie gestellt, wieso ich eigentlich in jedes Haus rein kann. Ja. Ja, so ist das Leben. Hallo Oma, dich kann ich nicht ansprechen. Wir gehen mal hier rein. Alles klar, ich glaube, in die Häuser darf ich nicht. Ja, lass mich, Katzi. Alle guten Dinge sind drei, würde ich sagen. Höhe
würde ich tatsächlich behaupten. Oh. Okay, das ist schon mal abgesperrt. Ist ja auch jemand drin. Ach, die lässt mich. Hi. Schön. Oh, die hat eine schöne große Küche. So eine Küche hätte ich auch ganz gerne. Sich hier was blinken? Nee, okay. Das Haus ist das größte hier, oder? Ah, der alte Opa. Der will mich aber nicht drin haben. Okay, okay, ja, ja, ich hab's verstanden. Mann, 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 Mann. Mein Gott, ey. Die reagieren alle über. Die reagieren einfach alle über. So, hier war ich jetzt überall. Das heißt, wir gehen nach links. Bei den hier können wir noch eben ansprechen. Der plant wohl eine Reise. Da komme ich nicht so runter. Was hat sie denn in der Hand? Okay, bis jetzt haben die mir noch nicht so viel gegeben hier. Eigentlich nichts. Oh, was ist das hier? Oh, das ist Ulsa, der allererste Tamer. Der legendäre Ulsa besiegte Omnicron vor über 2000 Jahren. Der schreckliche König der Monster versuchte damals die ganze Menschheit zu vernichten, aber seine Gründe kennt keiner. Ah, sehr interessant. Ah, das bin gar nicht auch. Mein Gott, ey. Ja, 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 lass mich in Ruhe. Oh, ein Autoschirm. Oh, da glänzt da was. Ja, eine Nexo-Trap, super. Und eine Feuer-Nexo-Trap, doppelt super. Oh, raus hier. Bist du? Okay. Ich hätte eigentlich ganz gern so eine Karte. Noch nie einen Geist gesehen? Ha, nun gewöhnlich daran. Geister wie ich sind auf der ganzen Welt verbreitet. Ich habe vor vielen Jahrhunderten hier in Parum gewohnt. Wir hatten hier ein Fitnessstudio. Omnicron selbst hat es jedoch zerstört. Und das tut mir natürlich leid, dass dein Fitnessstudio weg ist. Oh, ich kann dir anrufen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich guck mal ganz kurz, ob hier drin eine Karte ist. An der Wand, irgendwo. Sieht aber nicht danach aus, oder? Oder ist das hier die Karte? Standard, nächste Mannlager. Achso, das ist das nächste Mannlager. Okay. Gehen wir her. Ja, cool. Wo geht's hier raus? Nirgendwo hin. Okay. Gut. Jetzt natürlich die Frage, wo muss ich denn hier raus? Was hier? Nee, hier nicht. Ach, das ist nur die Stadt? Alter Schwede, ey. Wo ist das denn die Stadt, bitte? Wir gehen mal hier rein. Okay, die schmeißen uns nicht raus. Ah, was habt ihr denn da Schönes? Oh, Münzen. Münzen im Geld. Okay. Die nehme ich natürlich sehr gerne an. Ne, keine Frage. Keine Frage. Hier haben wir noch ein Haus. Das ist aber abgesperrt. Wir gehen mal weiter. Was macht ihr hier? Was auch immer, Nerd. So, was bietest du mir denn an? Psychopfeife, Drachenpfeife, Gold-Nexo-Trap. Nee. Sorry. Also die Angebote hier, ne? Sind ja reinster Quatsch. Alter, wie groß ist denn diese Stadt hier? Wie groß ist die Stadt hier, bitte? Eine Elektropfeife. Alter, Junge, Junge, ey. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber das hier scheint doch irgendwas Besonderes zu haben. Wahrscheinlich ein U-Boot oder so. Dass man runter kann. Das stelle ich mir jetzt hier vor. Die Stadt ist echt riesig. Riesig. Oh, das ist ein großes Haus. Ah, warte, da gehen wir gleich. Wir gehen erstmal in das Haus rein. Mal gucken, was da ist. Thank you.
Willkommen im Parums Labor. Wenn du hier bist, um Kerne zu synthetisieren, sprich mit Bonnie. Okay. Das ist also als Forschungsdings. Sehr interessant. Ist hier irgendwo ein Nexo Trap, die ich klauen kann? Da ist was auf jeden Fall. Was gibst du mir? Nee, brauche ich nicht. Ein Donut gefunden. Oh, sehr schön. Okay, das war das Labor. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Oh, hier sind noch mehr Geister. Das ist okay. Ich finde es interessant, dass wir die Geister sehen können, aber vielleicht kleidet sich das auch noch irgendwann. Oh, hier hat jemand eine Aufgabe. Ah, Verzeihung, hast du gerade etwas Zeit für mich? Wusstest du, dass die nächsten Monate heute ganz anders sind? Wäre es irgendwie erstaunlich, wenn wir sie zurückholen könnten. Habt ihr Jungs sie geklont? Vielleicht wollt ihr sie erstmal ansehen. Wie wäre es mit einem kurzen Kampf? Früher war ich allerdings ein ziemlich guter Tamer. Ja, lass uns kämpfen. Cool. Wir kämpfen jetzt gegen die Fossilien hier. Oh, das sieht cool aus. Sieht echt gut aus. Ah, es macht nicht ganz so viel Schaden. Aber ist nicht so schlimm. Blitzgebrüll. Was? Wow. Ist natürlich hier OP, ne? Und solche OP-Attacken hier habt. So, Stinger. Wow, 10 Schaden einfach. Ich fass es nicht. Flamme. Wie nur 4. Das war effektiv. Oh, was bist du denn da? Das ist natürlich cool. Als ob du als erstes angreifen darfst. Ja, ich wurde immer direkt angegriffen. Ja, du hast 105 Schaden. Demotiviert. Haha. Aber es sind coole Pokémon auf jeden Fall. Nexomon. Und ein Psycho-Ding. Mach mal auf. Leute, Leute, das hier zu gewinnen, das wird aber schwer werden. Vor allem gefühlt dürfen die irgendwie immer angreifen und ich nicht. Das ist eh schon unfair genug. Das ist echt unfair. Muss ich leider hier sagen. Komm mal bis bitte. Bringt nicht viel, ich weiß. Kieselwurf. Bringt das mehr? Nee, ne? Irritiert, super. Kieselwurf. Okay, der ist schon mal weg. Oh, Leute. So, kleines Flüglein hier. Glatteis, bitte. Alter, wie viel Schaden dieses Vieh auch macht, ne? Ach komm, mach einfach nochmal. Müde, sehr gut. Die Ausdauer von ihm ist weg. Das ist sehr gut. Guck! Wieso darf das eigentlich die ganze Zeit angreifen und ich, wenn ich wechsle, nicht? Das ist ja hier alles rigged, ganz ehrlich. Verfehlt, super. So. Palmenschüttler. Alles klar, machen wir das mal hier. Demotiviert, okay. Das ist deine Chance, wirklich. Ja, wir machen nochmal hier Kratzer. Super, gut gemacht. Und Palmschüttler. Sehr gut. 15 haben wir, da macht Kratzer. Okay, der ist weg. Oh ne, wir haben nur einen. Aua. Oh, nur zwei. Nur zwei ist natürlich sehr gut. Hier. Aber ich glaube, ich muss echt ein Item nutzen, ne? Wir beleben dich wieder. Wir beleben dich wieder. So, er hat jetzt keine Ausdauer mehr. Das heißt, wir können hier eigentlich gut angreifen, weil es müde ist. Sehr gut. Kleines Alpakaschen. Du schaffst es. Und Doppelhieb. Müde. Oh nein. Oh, hier, komm, Angriff bitte.
müde. Achso, weil ich doppel lieb. Ups. Oh, jetzt hab ich's. Ah, doch nicht. Kratzer. Müde, müde. Kratzer. Gut gemacht, Alpaka. Sehr schön. Level up. Impulssturm. Sehr gut, sehr gut. Boah, du bist daran wirklich gut. Diese Monster sind wirklich cool. Gibt es einen Weg, auch welche zu bekommen? Ja, sicherlich könnt ihr tatsächlich kein jeder ihnen begegnen, weil sie geflohen sind. Was? Du musst mir helfen, Moritz. Wenn Amelie erfährt, dass ich einen Haufen alter, radioaktiver, mutierter, kranker, geklonter Nexomon in der Wildnis gelassen habe, wird sie durchdrehen. Also, wie finden wir sie? Ein besonderer Köder, solange ihr den bei euch habt, finden sie euch in der Wildnis. Aber es ist ein bisschen teuer, es herzustellen. Wenn ihr die Finanzierung übernehmen könnt, kann ich euch sicher etwas geben. Okay. Wie viel kostet das denn? 1000 Münzen. 1000 Münzen? Oh, das dauert aber erstmal wirklich. Es tut mir leid. Es tut mir vom Herzen leid. Ja, aber es dauert wahrscheinlich noch sehr lange, bis wir es schaffen. Ja, Leute, ich würde dann sagen, die Stadt ist so groß. Alter. Ach komm, weißt du was? Wir machen das jetzt noch eben, dann wird der Part halt sehr lange. Wirklich lange. Gehen jetzt hier alle Mülleimer noch durch in der Stadt und... Wow. Oh, wieder ein Wiederbeleber, sehr gut. Find's gut, dass er komplett heilt. Die Ausdauer leider nicht, aber sonst... Alles in Ordnung. Und da wurden wir gerade ziemlich fertig gemacht, wirklich. Es ist schon hier alles ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Also die Pokémon, die machen alle viel mehr Schaden als ich. Da haben wir was im Backofen. Ein Onigiri. Okay, danke. Das klaue ich mir sehr gerne. Wie nennt man die Reiswaffe? Nee, ne? Doch. Doch, ich meine schon. Ich meine schon, was ist hier drin? Das Labor. Da war auch das Labor drin. Okay, okay, dann gehen wir wieder runter. Hätten wir den Teil hier schon mal erkundet, dann ist nur noch der andere Teil rechts. Meine ich. Oh, hallo Pirat. Oh, du hast eine Quest. Warum ist das Juwel der Menschheit, weißt du? Aber seine Einwohner können das nicht würdigen. Schau dir all den Müll an, den sie hier herumgeworfen haben. Also was sagst du? Lass uns unsere Kraft vereinen, um diese Straßen aufzuräumen. Das ist eine noble Sache. Also gut, tun wir es. Wunderbar, die letzte Zeit. Bla 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 bla. Ja, ja. Bring mir Müll. Ja, ja, ich bring dir den Müll. Irgendwann. Wenn ich Zeit habe, natürlich. Weiß ich jetzt schon über... Ja, da ist der Shop. Ja, hier war ich schon. So, wo geht's hier her? Oh ne, hier gibt's noch mehr Häuser. Der lässt mich wahrscheinlich nicht durch. Oh, warte. Ein Müllhaufen. Ah, okay. Müllhaufen, Müllhaufen. Wir gehen mal hier rein. Hier gibt's nichts. Okay. Haben wir hier was? Ah, abgesperrt. Okay. Alter, wie viel Müll gibt's hier denn? Ah, ich wollte noch nach links. Achso, wir sind jetzt etwas weiter oben. Oh, niemand da. Klau mal hier euren Schatz. Begleiter Woozy. Jetzt haben wir hier ein Elixier. Okay. Die Hintergrundmusik finde ich in Ordnung. Hat jetzt noch keinen Ohrwurmfaktor. Aber vielleicht kommt das noch. Oh, hier haben wir ein großes Haus. Wer wohnt hier denn? Ah, das ist dieser... Ah, okay. Du das nutzen willst, brauchst du ein Flugticket.
200 Münzen kostet das. Ja, komm. Ja. Okay, Leute. Ich würde dann einfach mal sagen, das war's mit diesem Part. Im nächsten Part werden wir dann auf unsere erste Mission gehen und wir werden mit dem Drachenschiff fliegen. Ja, also seid gespannt. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.